Die politische Verantwortung ist geklärt. ÖVP und Grüne haben für alles, was in der TSD gelaufen ist, die politische Verantwortung. Und es ist eben ein Faktum, dass es in Tirol weder eine Verantwortungskultur noch eine Rücktrittskultur gibt. Die gibt es leider nicht, trotz all dieser Fehler, trotz all dieser Misswirtschaft. Es gibt wieder keine personellen Konsequenzen. Ich denke, es war trotz allem eine Sternstunde der Tiroler Demokratie, dass nach 26 Jahren erstmals wieder in Tirol ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden konnte. Und zwar deshalb, weil der Untersuchungsausschuss das schärfste politische Kontrollinstrument ist, das dieser Tiroler Landtag zur Verfügung hat. Natürlich ist die TSD zum völlig falschen Zeitpunkt gegründet worden. In diesem Jahr kommt die größte Flüchtlingswelle, die wir bisher erlebt haben. Und ich sage das, die TSD musste ohne funktionierende Struktur, ohne eingespieltes Team, mit einem völlig neuen Geschäftsführer, ohne klaren Plan, die größte Flüchtlingswelle, die Tirol jemals erlebt hat, meistern. Das wäre für jede gestandene Organisation eine Herausforderung gewesen. Die TSD war damit schlicht überfordert und hat sich von dieser Überforderung bis heute nicht erholt. Fakt ist, die Grünen wollten ein ideologisches Vorzeigeprojekt. Sie sind mit diesem Vorzeigeprojekt TSD krachend gescheitert und haben das völlig an die Wand gefahren. Und das Tragische ist, ausbaden müssen das die Tiroler Steuerzahler und die Mitarbeiter in der TSD. Das ist der grüne Skandal unter schwarzer Mithilfe. Die TSD ist aufzulösen, Frau Landesrätin Fischer. Es bringt nichts, ein totes Pferd noch einmal zu reiten. Das tote Pferd ist tot und Sie brauchen da nicht mehr aufsitzen. Auch der zickte Geschäftsführer, die zickte Geschäftsführerin wird das nicht mehr zum Leben erwecken. Die Aufgaben der TSD sind, in die Landesverwaltung einzugliedern und das Personal zurückzuführen. Tun Sie den Mitarbeitern einen Gefallen, tun Sie dem Steuerzahler einen Gefallen, beenden Sie das Kapitel ausgelagerte Gesellschaft Tiroler Soziale Dienste.